Hey ho, meine Freunde. Heute ein kleines Minispiel für die PlayStation Vita. Wie ihr wisst, oder wenn ihr meine Videos geschaut habt, habe ich heute das letzte Video hochgeladen zu der Lego Batman Reihe, also das zu den Let's Plays. Ich bin fertig geworden, habe es in 1080p hochgeladen und ich hoffe mal, euch gefällt das. Jetzt dachte ich mir, falls ihr Pac-Man mögt, und irgendwie bin ich auch Pac-Man-Fan, das habe ich früher auch auf den Nintendo Gameboy gespielt. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr recht den Namen. Da habe ich es mir einfach im PlayStation Store gekauft. So, da steht Pac-Man CE, hier, da steht's. Und ja, da dachte ich mir, jetzt mache ich einfach mal dazu ein kleines Video, da wo ich es euch zeigen kann und ob es sich lohnt, es zu holen. Ich glaube, das hat 1,99 € gekostet. Und ich bin dann bis jetzt sehr zufrieden. So, dann lege ich einfach mal los. Und Start. Ja, das ist ein Minispiel, wie ich jetzt gerade auch schon gesagt habe. Und es macht wirklich Laune. So. Dieses Spiel speichert automatisch, entfernen die Memory Stick nicht, ja gut. Und fortsetzen. Ich hoffe, ja, ich glaube, ihr könnt das hier auch jetzt hören. Und, ja, typisch Pac-Man, ne? Also, ich bin wie gesagt Pac-Man-Fan, es macht wirklich Fun. Und das ist jetzt irgendwie so auf eine neue Ebene gebracht. Jetzt weiter, Start, X, nee, Start. So, jetzt ist hier Spielen, Steuerung, Hilfe, Bestenliste. Und Preise. Jetzt kannst du Bestenliste, Steuerung und Spiele. Ich mache jetzt einfach mal Spielen. So, dann kann man sich jetzt hier auswählen. Championship-Modus 5000. Ne, oder doch 5000. Challenge-Modus 10.000. Challenge-Modus 2. Auch wieder 10.000. Extra-Modus 1, 5000. Extra-Modus 2, 10.000. Extra-Modus 3, 10.000. Und zurück zum Menü. Ich nehme immer meistens den Championship-Modus 5000. So, jetzt geht es los. Man kann hiermit steuern. Hier, mal kurz stoppen. Man. Hiermit kann man steuern oder hiermit kann man steuern. Ich nehme, glaube ich, jetzt hier das oder ich nehme das, mal gucken. So, fortsetzen. So. So, und dann geht's los. Also jetzt gerade finde ich irgendwie, das Steuerkreuz ist mit am besten. Oh nein, 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 aufpassen. So. Und der Championship-Modus geht so, bis man alle Leben weg hat. So lange überlebt man. Wenn man alles eingesammelt hat, ist das Spiel nicht zu Ende. Also wenn ich jetzt hier, das könnt ihr eben machen, hier eingesammelt, dann geht es hier rüber. Hier hoch, hierher. Und dann kommen wieder neu auf der anderen Seite. Also, ich glaube, der hört gar nicht auf. Mein Rekord ist 44.320, also hat, glaube ich, was gedauert. Also nicht glaube ich, hat was gedauert. Ja, es hat Spaß gemacht. Und für 1,99 € finde ich jetzt persönlich, kann man da nichts falsch machen. Also Pac-Man macht aus meiner Sicht wirklich Laune. So, jetzt bin ich kurz leise. Wie ihr wisst, ich bin hier schön an der Bauernstraße und jetzt kommt wieder ein Trecker vorbei. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ihr ihn gehört habt. Ich hoffe nicht, weil das nervt so. So, jetzt hier, 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 hier. Jetzt mache ich eben noch diese eine Seite. So. So, dann hier so runter. So, ich dachte, der kommt da runter. Ah, gut. Dann gehe ich jetzt mal hier raus. Dann kann ich auf Spiel fortsetzen, Preise, Spiel verlassen. So. Jetzt bestätigen. Ja. Spielen. Da kann ich ja meinetwegen noch einen Extra-Modus 3, zeige ich einfach mal. Ich glaube, selber habe ich noch gar nicht wirklich gespielt, den Extra-Modus. Erstmal der Spieler. Sonst habe ich immer bisher Championship gespielt. Ich spiele jetzt auch nicht so Pac-Man dauernd hier. Nur, das habe ich mir jetzt einfach mal geholt, falls mir irgendein Spiel langweilig geworden ist, zocke ich einfach mal eine Runde Pac-Man. So.
hier, hier und da. Und jetzt geht es hierher. Boah, ich glaube, das hört ihr schon in meiner Stimme bestimmt. Ich bin so aufgeregt. Boah, ich freue mich sowas von... Ich freue mich richtig fett auf morgen. Eine Woche Malle. Mallorca. Camp de Mar. Richtig Hammer. 40 Grad am Pool chillen. Boah, ich freue mich so. Ich habe keinen Bock mehr hier zu Hause zu bleiben. Am liebsten wäre ich jetzt schon 3 Wochen da. Aber naja. Gut. Dann habe ich eigentlich jetzt so gerade alles gezeigt. Ist ja nur ein Minispiel. Kann ich ja wieder ausmachen. Nur ein Minispiel. Ich glaube, als nächstes zeige ich euch einfach mal Angry Birds. Und mal gucken, was habe ich noch für Minispiele. Die beiden, die habe ich kostenlos bekommen. Die kosten eigentlich auch 5 oder 6 Euro. Die habe ich kostenlos bekommen. Alle, die Facebook hatten, da ging irgendwas bis zum 31. August. Und da war ich kurz weg, da habe ich meinen Freund erinnert. Da habe ich schnell was geliked und dann bekommt man so einen Gutscheincode, wo man die beiden Spiele kostenlos bekommen hat. Naja. Und dann, ich hoffe, euch hat dieser kleine Clip gefallen und wir sehen uns dann wieder. Entweder nach dem Urlaub oder vor dem Urlaub. Dann bis zum nächsten Mal.